Ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Ausgabe eines Spirit Talks, zu einer weiteren Ausgabe an einem Dienstagabend. Ich freue mich sehr zum Thema heute, Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, folgende Talkgäste begrüßen zu dürfen. Aus dem mentalen Lichtzentrum St. Veit an der Glan, aus dem schönen verschneiten Kärnten. Herzlich willkommen, Isabella Trampitsch. Einen wunderschönen guten Abend und ich freue mich. Danke für die Einladung. Aus dem wahrscheinlich noch verschneiteren mentalen Lichtzentrum Aachensee. Herzlich willkommen, Gitta Klose. Namaste und schönen, wunderschönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung, Michael. Schön, dass ich wieder dabei sein darf und kann. Aus dem wahrscheinlich angezuckerten Pennewang, aus dem mentalen Lichtzentrum Oberösterreich. Herzlich willkommen, Wolfgang Leitner. Grüß euch, angezuckert sind wir nicht, wir sind grün. Okay. Also schwarz momentan, aber am Tag grün. Aus dem mentalen Lichtzentrum Wien, aus dem Gebiet, wo man wahrscheinlich erklären muss, was Schnee überhaupt ist. Herzlich willkommen, Werner Giefing. Das mit Schnee, das erklärst du mir dann ein bisschen später, du hast recht, aber wir sind ebenfalls grün. Aber danke für die Einladung, Michael, und es freut mich, wieder dabei sein zu dürfen. Mein Name ist Michael Holbrucker. Ich habe eine ESB-Lebensfreude-Praxis nach Methode Ingrid Kamper hier im wunderschönen, verschneiten Innsbruck. Und ich darf hier die Fragen stellen und diesem Job komme ich gleich nach. Und ich beginne wieder bei der Isabella. Isabella, wie bist du in den Advent gestartet? Ja, wunderschön. Also ich liebe die Adventszeit. Das ist einfach was sehr Mystisches und ja, Sinnliches und Gemütliches. Für mich ist das immer so ein Geborgenheitsgefühl, dieser Advent. Und dadurch, dass man mir auch sehr viel Schnee haben und es rechtzeitig geschneit hat, ja, es hat das richtig eingeschneit, ist das noch viel mystischer. Ich liebe es, im Schnee spazieren zu gehen und einfach diese ganze besinnliche Zeit zu genießen. Und durch den Lockdown sind wir natürlich noch mehr in diese, bin ich noch mehr in diese Energie gekommen und die genießt das so richtig. Wolfgang, du hast drei Kinder. Wie Ja. war jetzt hier einen Adventssonntag? Also der Adventssonntag startet mit dem Run auf die Adventkalender. Also das artet immer aus. Es gibt einen Schokoladen-Adventkalender für jedes Kind, ganz wichtig. Aber dann auch von der Taufpatin an Adventkalender, von der Doris nochmal an mit Sprüche und Spiele und Bücher, die es ausmalen können und was weiß ich. Das ist so der erste Abschnitt, aber das ist täglich, das ist nicht nur Sonntag. Und am Abend, wenn es dann finster ist, gibt es eine Adventkranzfeier. Und das ist immer sehr musikalisch, weil unsere Kinder alle Instrumente spielen. Und ja, so feiern wir dann den Ausklang des Adventssonntags. Bitte, alle deine Freunde wissen, dass du sehr blockflötenaffin bist. Spätestens seit deinem grenzgenialen Weihnachtsremix, den du vor einem oder 2 Jahren online gestellt hast. Wie schaut bei dir und deiner Tochter so ein Adventssonntag aus und welche Lieder werden gespielt? Bei uns ist das eher dynamisch, ob jetzt Sonntag ist oder unter der Woche. Das nehmen wir jetzt nicht so genau noch dazu, wo die Emma jetzt auch gerade wieder Homeschooling genießen darf. Nutzt man einfach, wenn es uns danach ist, die Zeit. Natürlich mit Adventskranz und dann wird munter die Blockflöte rausgezogen. Ich habe mit der Emma das Blockflötenspielen wieder entdeckt. Sie hat es sich ziemlich selber beigebracht oder schaut bei mir ab und spielt dann mit. Also macht das sehr leicht und locker. Und ich habe da sehr gern den Brauch aus meiner Kindheit wieder aufleben lassen, wo das allerdings tagtäglich vom 1. bis 24. Dezember Pflichtprogramm war. Auch mit Adventskalender, den haben wir jetzt auch noch. Also ich habe der Emma eingeschenkt und sie mir einen. Das ist allerdings in der Früh schon, weil da wartet man nicht bis abends. Und ab und zu abends findet man es dann zusammen und mit viel Begeisterung, mehr laut und falsch als wie, aber es macht Spaß. Das ist mal die Hauptsache. Was man von viel falsch und mit Begeisterung überhaupt nicht behaupten kann, ist bei der Familie Giefing, die Sänger durch und durch sind, die ab und an uns alle erfreuen mit ihren gesanglichen Künsten. Welche Lieder werden gesungen im Hause Giefing, wenn die Adventkerzen brennen?
Das letzte Weihnachtslied, das habe ich gesungen im Oktober beim Lichtkörper. Seitdem habe ich kein Weihnachtslied gesungen. Wenn wir da zu Weihnachten dann feiern, dann singen wir als Lieblingslied natürlich klassischerweise Stille Nacht. Und vor allem, es wird schon gleich dumper. Das singt dann die Barbara immer mit den Müttern und die singen das wunderbar zweistimmig. Und da kommt sogar der Herr Giefing dann in so weihnachtliche Stimmung, wenn das so schön ist. Ich möchte mich aber noch bei der österreichischen Bundesregierung recht herzlich bedanken für den Lockdown, weil der Lockdown hat mir so viel Ruhe beschert. Also es ist kein Christkindlmarkt offen, wo ich nicht hingehen muss. Es ist kein Geschäft offen, wo ich nicht hingehen muss. Also es ist so wunderschön, dass wirklich der Advent also einmal zu Hause verbracht wird und so richtig so idyllisch, aber nicht bei uns gestellig. Aber es ist wunderschön und wenn man nur zu sich kommt, ist das eine wunderbare Sache und ist eine andere Art des Advents, aber ich liebe es. Die letzte Frage, die ich heute an euch Erwachsene stellen möchte, ist, da fangen wir wieder bei der Isabella an. Liebe Isabella, für was nutzt du den Advent? Ich weiß nicht, ob das was Besonderes nutzen ist, aber es ist ja jetzt eben so, wie der Werner gesagt hat, durch dieses Zuhause-Sein, durch dieses unter Anführungsstrichen gezwungen sein, sich zu besinnen, also mich wieder komplett genau auf das zu besinnen, was ursprünglich überhaupt der Sinn und Zweck von Advent ist. Der Genuss der Zeit, so richtig. Also wenn ich ausgehe jetzt, ich gehe ja jeden Tag täglich hinaus, egal was für Wetter, wenn ich da ausgehe und durch den tiefen Schnee schlappe, dann weiß ich wieder, was Advent ist. Weil das in dieser Hektik und dieser Einkaufsgeschichte und, da ist es ein bisschen verloren gegangen. Ich finde, das ist nur noch eine Suche immer wieder gewesen, finde das Richtige und. Und da jetzt ist wirklich nichts. Es ist nichts offen. Es ist rein, die Lebensmittelgeschäfte sind offen und die sind überladen. Also ich war am Samstag einkaufen und habe mir gedacht, okay, komme ich jemals wieder nach Hause? Das habe ich gesagt, mache ich nie mehr samstags. Aber eben, wie gesagt, es ist für mich so eine besinnliche Zeit und dass ich zu Hause sitze, dass ich lese, dass ich meinen Advent ganz gut, ich habe keinen Advent, ich habe einen gesteckt. Am Wochenende gehe ich mal einen Baum aussuchen und selber schneiden. Also das habe ich schon ewig lang nicht mehr getan. Und jetzt ist wirklich die Zeit, die ich mir genommen habe, und das so richtig zu genießen. Meine Kinder, mein Sohn und seine Freundin haben einen riesengroßen Schneemann gebaut im Garten draußen. Also den haben wir zu dritt den Kopf fast nicht hinauf erhoben, so groß ist er. Und das haben wir nie so in den Ausmaß gemacht. Und das ist wirklich schön. Also ich fühle mich da so ja, richtig weihnachtlich, jetzt schon, was uns oft erst in den letzten Tagen vor Weihnachten gekommen ist, ist jetzt so richtig intensiv. Wolfgang, wie nutzt du die 24 Tage im Advent bis zum Heiligen Abend? Also du hast es zuerst schon gesagt, wir haben drei Kinder. Besinnlichkeit wird da sehr klein geschrieben. Die Riesenmaßen, die wir heuer haben, ist, dass die Schulen noch offen sind. Jetzt sind wir mehr im Rhythmus drinnen und das ist recht gut. Ich genieße die Adventzeit zu wenig. Also es ist für mich immer eine Zeit, das Ende des Jahres ist eher eine Zeit, wo es beruflich sehr, sehr abgeht. Und in Wahrheit sind es die Adventkranzfeiern, die Firmen, die wir machen, und die Nikolausfeier, die natürlich auch da reinfällt, wo wir uns wirklich die Zeit nehmen und dann einfach mit den Kindern über die Zeit reden, über die Themen, die uns halt da beschäftigen, über das Ankommen des Christkinds, ja, angefangen von Geschenke, aber auch was bringt uns das sonst noch für Themen. Also die Sonntage sind es in Wirklichkeit, die Sonntagabende, die es weihnachtlich machen. Dann die Dekoration natürlich, ja, meine Frau dekoriert dann das Haus immer um, komm heim und weiß gar nicht mehr, wo ich bin. ja, und dann, also so Adventkalender, die helfen schauen, wo man sich einfach jeden Tag in der Früh ein Thema oder einen Gedanken mitnimmt, um da ein bisschen hineinzudenken. Aber in Wahrheit bin ich ein bisschen getrieben vom Jahresende, vom Wirtschaftlichen. Und das kann ich nicht so abstellen, wie ich das gerne möchte. Gitta,
Wann kommt bei dir die Weihnachtsvorfreude, das Weihnachtsgefühl? So richtig bestimmt erst am 24. Nicht oder weniger aus dem Grund, dass ich mir so einen Stress mache, als dass ich sehr bewusst entschieden habe, schon seit einigen Jahren diesen Weihnachtsstress und Rummel und Dings aus dem Weg zu gehen, also den negativen Geschichten. Vor allem am 24. ist das Wichtigste, was ich haben mag, ist Frieden und Harmonie und Ruhe. Und weil ich kenne es sehr anders aus meiner Kindheit, wo sehr viel perfekt hat laufen sollen und dadurch sehr viel Stress und Hektik entstanden ist, angefangen von der aufwendigen Weihnachtsdekoration, als wie auch die täglichen Flötenübungen bis hin zum Weihnachtsabend, wo das alles so, ja, so perfekt sein wollte. Und ich habe es lieber weniger perfekt, dafür einfach gemütlich, friedlich, harmonisch und vor allem lustig. Und das ist so, wie ich so das ganze Jahr verbringen möchte, nicht nur den Dezember und vor allem den Dezember und vor allem Weihnachten. Und von dem her wird an Weihnachten dann in der Früh angefangen, mal den Christbaum aufzustellen und den gemeinsam zu schmücken und nebenbei Platzl essen, also Keks und. Also das alles ganz entspannt und einfach so, wie es lustig ist. Und wenn wir Lust haben, dann haben wir uns aufs Ofenbankel und lesen irgendein Buch, vielleicht weihnachtsbezogen, reden viel miteinander, gehen Schlitten fahren oder Skifahren. Also so ganz, ganz entschleunigt und weit weg vom Kommerz. Das ist so das, was ich für mich gewählt habe und das Gott sei Dank schon einige Jahre. Was ist Gitter? Keks, Platzl, Plätzchen, Weihnachtsplätzchen. Krapferl. Wie auch immer die bei euch heißen. Keks. In Tirol sagen sie auch Keks, glaube ich. Ja. Werner. Ja. Was ist Weihnachten für dich? Und wann fängt es an? Naja, wie gesagt, heuer ist es eine ganz andere Situation. Mein normaler Advent schaut ungefähr so aus, dass ich die letzten 10 bis 15 Werktage jeden Tag Mittagessen gehe, am Vormittag auf 2 Kaffee, am Nachmittag noch auf einen Kaffee und meine sogenannte Weihnachtstour, die auf der einen Seite sehr lustig ist, aber auf der anderen Seite auch sehr anstrengend ist, weil wenn du dann 15 Tage nur jeden Tag essen gehst, dann ist es auch nicht mehr so lustig. Und ich habe das dann angewöhnt, dass ich allerspätestens am 22. ist dann Schluss. Und am 23. am Abend ist das ein Ritual geworden über die Jahre, dass wir am 23. am Abend dann den Baum aufputzen. Und seit, glaube ich, 20 Jahren oder 25 Jahren, ich weiß es nicht, schauen wir sie jedes Jahr den kleinen Lord an. Ich glaube, ich könnte schon als Synchronsprecher mitspielen. Ich glaube, jede Rolle könnte ich spielen, egal ob das der Opa ist oder die Mama oder der kleine Sättele. Aber ich liebe es so und ich freue mich jedes Jahr wieder auf den kleinen Lord, weil dann wird aufputzt. Ich tue die Windringel, da tue ich die Schlafferl machen, also voll aktiv, also bin ich da. Ne? Und weil ohne mir geht nichts, weil sonst hängen ja die Dinger nicht. Und da kriege ich dann für mich wirklich so dieses Gefühl von Weihnachten, das ich meistens bis 21., 22. überhaupt nicht habe, weil eben, wie der Wolfgang sagt, da sehr viel in der Firma los ist, auch wenn es nur die Weihnachtstour ist. Aber vielleicht gelingt mir das, dass das heuer ein bisschen früher kommt, dieses Gefühl der Stimmung. Und das hält sich dann auch bis über diese Feiertage. Und dadurch ja, die Geschäfte sind so, aber da gehe ich nicht so viel. Also ich versuche dann schon, dass das zumindest über die Feiertage dann halt bis schon langsam wieder der Alltag kommt. Für mich ist es seit Jahrzehnten, ich meine, so viele Jahrzehnte lebe ich jetzt nicht, aber zumindest 3 Jahrzehnte, ist es immer beeindruckend, dass am 24. spätestens ab so 3, 3:30 man das Gefühl bekommt, dass die Welt friedlich wird. Dass die Welt friedlicher geworden ist als sonst. Es gibt da irgendwann einen Beitrag gelesen, zu Weihnachten grüßen dich die Leute, die das ganze Jahr den Mund nicht aufbringen. Es lächeln Leute, die versteinert wirken und. Aber ich habe immer das Gefühl, am 24. fängt die Erde an, friedlich zu werden. Und das ist so ein ganz besonderes Spirit für mich. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt nachvollziehen könnt, aber dieser 24., dieser Frieden, der da in der Luft liegt, das finde ich
einfach total beeindruckend. Und das rührt mich jedes Jahr. Und selbst wenn ich es nicht schaffe, in eine Weihnachtsharmonie zu kommen, spätestens dann habe ich Pipi in die Augen, weil dann ist Weihnachten. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich dann meistens schon ein, zwei Gläschen Wein getrunken habe, aber für mich ist die Welt dann einfach friedlicher. Allerdings, wenn wir schon über Frieden reden, müssen wir auch zurückgehen und uns an unsere Kindheit erinnern. Wir haben das Nikolausfest gefeiert und in Tirol ist es so, der Wolfgang ist ein Insider seit Sonntag, dem habe ich ein Video geschickt. Bei uns gibt es die Krampus, die Teufel, die recht Gas geben und es kommt der Nikolaus. Und dann ist immer die Frage, bist du Krampus-mäßig unterwegs gewesen das Jahr über oder bist du Nikolaus-mäßig unterwegs gewesen? Und ich lasse euch jetzt dann alle selbst reden. In der ersten Runde, wenn wir über das Nikolausfest reden, liebe Isabella, ich fange wieder bei dir an. Wo würde bei dir der Nikolaus kommen und was hast du heuer gemacht, wo er der Krampus-Kandidat gewesen wäre? Also ich glaube, es ist für mich der Nikolaus natürlich im Vorrang. Was ist Nikolaus und Krampus in dem Sinn? War ich schlimm oder war ich brav? Nach welcher Richtung, wer richtet das überhaupt? Wer bestimmt das, ob man schlimm oder brav ist? Ne? Und ich glaube, das muss immer, wenn es für einen selber stimmig ist, dass ich sage, ich wandle meistens, nicht immer, bin ein Mensch, aber meistens wandle ich so, dass ich mich damit wohlfühle. Da ist natürlich der Nikolaus im Vordergrund, keine Frage. Gell? Und wann müsste überhaupt der Krampus kommen? Wann bin ich auf der Krampus-Seite? Ich finde, dass das sehr wichtig ist, dass man darauf achtet, wie man mit sich selber umgeht. Und dass das typische Spielen, ich bin lieb, ich bin brav, ich bin nett, gell? Dass das eher die Krampus-Richtung ist. Es sollte wirklich vom Herzen kommen. Und es wird so viel gespült, geheuchelt nach Liebe. Und halt, zu Weihnachten müssen wir lieb, nett und brav sein. Und in der Adventzeit müssen wir lieb sein zu alle. Das sollte das ganze Jahr im Endeffekt sein. Aber so wie du richtig sagst, Michael, es kommt so ganz ein eigenes Feeling, gell? Und es kommt ein ganz eigenes Gefühl und das ist natürlich auch die Kindheit, die in uns da hochkommt. Ich liebe es, an meine Weihnachtszeit mit den Eltern oder in meiner Kindheit zu denken, es hat nicht viel gegeben, aber es war einfach nur wunderschön, weil das bei uns war Wein die ganze Weihnachtszeit und das, egal ob Krampus oder Nicolo, dieses Gefühl, jetzt ist der Tag, wo Nicolo ist, jetzt ist der Tag, wo Krampus ist und jetzt kriege ich entweder die Rute oder eine Geschenke, ne? Und es ist einfach alles so mystisch. So, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber solange wir noch glauben an das Ganze, an den Nikolo und an den Krampus und du musst schon brav sein, weil jetzt draußen scheppert und jetzt wird kleiner Krampus kommen, dann war als Kind ja schon der Gedanke, oh Gott, das und das und das habe ich gemacht. Ne? Also das ist schon eine Kindheitssache. Aber heute glaube ich nicht, dass es das noch für einen Erwachsenen oder für mich als Erwachsenen gilt, ob ich jetzt Nikolo-mäßig oder Krampus-mäßig unterwegs war. Weil das ist, wie sagt man so schön, immer geht es nicht, aber wenn es nach mir geht, ich bemühe mich immer wieder, dass ich mehr Nikolaus-mäßig lebe, aber oft einmal ein bisschen Krampus ist sicher auch drin. Wolfgang. Ja, also zu mir ist es am Montag der Nikolaus gekommen. Also er ist am Sonntag gekommen, weil... Er kommt nur einmal im Jahr, deshalb dauert es länger, oder wie? Genau. Na, aber das, was Isabella gesagt hat, das stimmt schon irgendwo. Wo war ich nicht brav letztes Jahr? Wenn ich mir das überlege, nachweislich dort, wo ich Radarstrafen gekriegt habe. aber da war der Krampus schon da. Der kommt immer gleich relativ zeitnah. Also ich glaube, wenn ich mir überlege, wo war ich nicht brav, ist es dort, wo habe ich meine Ziele nicht konsequent verfolgt. Also ich habe mir ja letztes Jahr, so wie auch heuer, wieder vorgenommen, okay, wie sieht mein Leben aus? Wie gestalte ich mein Leben und das meiner Familie und was mache ich? Und die Sachen, wo ich einfach nicht dran geblieben bin, wo ich dann wieder in den Alltag reingekippt bin, wo ich mir die Sachen dann doch nicht so nicht so umgesetzt habe, wie man es vorgenommen habe, das wäre so, wo vielleicht kommt nicht der Krampus deswegen, aber bei uns kommt ja auch der Nikolaus und sagt,
was nicht passt, und das würde er auf jeden Fall sagen. Ja. Das sind gewisse Punkte, die ich einfach letztes Jahr nicht geschafft habe, so umzusetzen, mir meine Zeiten zu nehmen, Gutes für mich zu tun und dergleichen. Aber der Nikolaus sagt ja dann immer, man soll Besserung geloben. Das mache ich dann wieder. Und heuer versuche ich es wieder, mir meine Sachen, die mir wichtig sind und die ich im heurigen Jahr und im nächsten Jahr umsetzen will, die Vorsätze sind wieder da, ein bisschen anders, ein bisschen geschärft vielleicht, und an dem arbeite, damit nächstes Jahr der Nikolaus alleine kommt und nur lobend über mich spricht. Gitta. Ich habe jetzt da sehr ein bisschen Zeit gehabt, darüber nachzudenken, und mir gefällt der Gedanke sehr gut, dass ich eins von den begleitenden Engeln bin, weil die kommen bei uns in Aachenkirch zumindest auch immer mit, und dann bin ich aus dem Schneider mit dem, was ist Krampus und was ist Nikolaus, was ich so in der Richtung aus meiner Kindheit gar nicht kenne, weil ist der Nikolaus nie reingekommen, auch nicht der Knecht Rupprecht, wie bei uns der Krampus geheißen hat, sondern wir waren immer am Fenster und haben geschaut, ob wir noch irgendwo einen roten Rockzipfel sehen, weil es hat bloß draußen gerumpelt und gepumpelt, und dann waren die Geschenke draußen gestanden, nachdem wir brav musiziert hatten natürlich. Also dieses Gut-Böse oder du hast das oder das nicht befolgt oder du musst dich bessern, kenne ich aus meiner Kindheit gar nicht, Gott sei Dank. Ich habe das hier in Tirol ein bisschen kennenlernen dürfen. Ich habe dann die großen Kinderaugen wahrnehmen dürfen, die geschaut haben, was erzählt er mal jetzt? Weil es immer ein sehr netter Nikolaus war, Gott sei Dank. Und von dem her ist das immer recht glimpflich abgelaufen. Ein sehr lustiger auch, also das war okay. Aber die Kinderaugen waren dann schon eher so, was wird das mal sein? Sehr spannend. Was noch viel spannender war dann das Krampusfest wirklich. Also wo die, wie heißen die? In Tirol auch, ja. Also wo die mit die Fratzen und die Helme, also die Kostüme umeinander eiern. Das war dann das, wo mir manchmal ein bisschen mulmelig worden ist, wenn die umeinander sind. Was ist gut, was ist böse? Wer, verschließe ich mich voll der Isabelle an, wer hat das Recht, darüber zu richten, was gut und böse ist? Im Endeffekt ist es alles dann letztendlich Karma, was auf mich zurückkommt. Oder ich kriege meine Rechnung präsentiert, wenn ich vielleicht nicht ganz ehrlich war oder verurteilt habe. Das ist mir auch noch mit dazu eingefallen, dass Verurteilung dann aus meiner Sicht eher bei der Krampus-Seite wäre und Verurteilung vermeiden eher auf der Nikolaus-Seite. Und das wäre was, wo für mich immer ein weites Trainingslager ist, eben Verurteilung zu vermeiden. Das wäre so meins, abgesehen auch von den schönen, kostenpflichtigen Fotos von Autobahnen oder Bundesstraße. Aber da hat der Wolfgang ja auch schon gesagt, der Krampus ist da im ganzen Jahr unterwegs und kassiert gleich einmal. Also das ist dann gleich einmal erledigt. Aber ja, was ist gut, was ist böse? Sei dahingestellt. Werner? Also ich sehe das nicht ganz so eng wie der Wolfgang mit den 130. Das ist für mich eine Empfehlung, und diese Empfehlung kann man wahrnehmen oder auch nicht. Also das, aber sei dahingestellt, Wolfgang, du machst das wunderbar auf der Autobahn. Ich sehe den Krampus und den Nicolo, ich finde es besser, wenn beide kommen, in den Kindergärten, in den Schulen, kommt ja meistens nur mehr der Nicolo, weil ja das Böse, das soll ja gar nicht da sein. Ich sehe das wie Licht und Schatten, und es gibt ganz einfach beides. Es gibt Licht und es gibt Schatten. Und ob ich jetzt dann in der Winterzeit lebe, wo nur das Dunkle vorherrscht, oder in der Sommerzeit um den 20. Juni, wo die meiste Zeit das Licht da ist, das entscheide nur ich. Und es ist meine Entscheidung, ob ich sehr viel in der Dunkelheit verbringen will, also quasi auf der Krampus-Seite verbringen möchte oder auf der Lichtseite, auf der Nicolo-Seite verbringen will. Und das ist die Symbolik für mich von Nicolo und Krampus. Aber wie ich Kind war, hat es beides gegeben. Die waren gleichberechtigt, 50-50. Ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen, und da sind wir, bis es finster geworden ist, dann sind wir immer in den Gassen in dem Dorf herumgerannt.
Und irgendwo haben wir halt dann einen Krampus gefunden und dann haben wir halt dann geschrien, Krampus, Krampus, da bin ich, und dann sind wir davor gerannt. Und die sind dann wirklich uns dann nachgelaufen. Und da hast du schon mal öfters einmal irgendwo einen Schnäuzer gekriegt, da hast du dann deine Sünden abgebüßt, so wie wir das damals gesehen haben. Aber der Reiz und das Adrenalin des Krampuses haben wir uns nächstes Jahr hat uns wieder hinausgetrieben. Also wir sind wieder ausgegangen und haben die Krampusse wieder gerufen. Und es war eine interessante Zeit und hat mir auch sehr, sehr gut gefallen und werde ewig in Erinnerung behalten. In der zweiten Runde, wo wir jetzt über Nikolaus und Krampus sprechen, fangen jetzt von der anderen Seite an, dass man die Isabelle und der Wolfgang ein bisschen überlegen können und zuhören, was die Leute so sagen und dann eingehen können. Erzählt mir bitte oder erzählt uns und den Zusehern von einem Erlebnis eines Nikolausfestes, das euch immer in Erinnerung bleibt. Und ich fange an, ich war schon etwas älter, ich habe schon gewusst, wie der Hase läuft. Falls Kinder zuschauen, sage ich es jetzt mal so. Und ich habe gelernt, weil ich am nächsten Tag Schularbeit gehabt habe. Und ich glaube, ich war so 12, 13 und ich war mit der Mama daheim und mein Vater ist mit meiner Schwester und mit meinem Bruder Pizza holen gegangen, dass man essen kann. Und ich bin in meinem Zimmer gelegen und dann war Stromausfall. Es war stockdunkel und dann bin ich natürlich hinaus in meinem Zimmer und habe die Mama gerufen, was ist. Und die Mama hat gesagt, sie weiß es jetzt selber genau gerade nicht, aber sie geht in den Stromkasten nachschauen und sie ist aus der Wohnung hinaus und hat an den Stromkasten gearbeitet und dann war das Licht wieder da und ich stehe vor den Nikolausgeschenken. Das war für mich ein unheimlich schönes Erlebnis und das wird mir immer in Erinnerung bleiben, weil das war, wie die Isabella gesagt hat, die Mystik pur. Es war niemand in der Wohnung, es war Stromausfall, ich bin aus meinem Zimmer raus und bin direkt zu den Nikolausgeschenken gegangen und meine Mama war nachweislich außerhalb von der Wohnung. Also da habe ich mir dann schon überlegt, ob ich wirklich nicht an die ganze Sache glaube. Und dieses Nikolausfest mit Pizza essen und so, das wird mir immer in Erinnerung bleiben. Darum isst du gern Thunfischpizza mit Pommes frites. Damals habe ich gegessen eine Salami-Pizza. Okay. Werner, welches? Ich habe zwei Erlebnisse. Es ist aber jedes Mal von der Seite des Nikolaus, weil ich bin ja viele Jahre wie der Christoph klar war, als Nicolo gegangen, vielleicht weil ich einen Wettbewerbsvorteil durch die Figur habe, da haben sie nicht so viel arbeiten müssen, ein Spaß. Und was für mich sehr beeindruckend war, da war der Christoph in etwa 4, also jetzt dann nicht mehr der ganz, ganz Kleine. Und er hat mir tief in die Augen geschaut und hat mir erzählt, von dem ganzen Jahr hat meine Augen durch diese Faszination von dem Nicolo überhaupt nicht erkannt. Und hat mir ganz tief reingeschaut und hat in Nicolo reingeschaut und nicht in den Papa seine Augen. Den Blick, den werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Und das zweite Erlebnis, das war so ein bisschen was Lustiges. Mein Nachbar hat mir dann zu dem Zeitpunkt, da waren die Kinder schon so um die 10, 12 Jahre gebeten, du, ich lass das Tierl offen, bist du lieb, kannst hintere gehen und tust nur ho, ho, ho und tust pumpern und dann gehst wieder, gell? Na gut, ich gehe da hintere, finster war es und gehe auf die Terrassen hintere und pumper dort und sage ho, ho, ho und gehe wieder weg. Und in dem Moment hat der dort einen kompletten glatten Granit, haut es mich dort auf und ich liege am Rücken wie ein Schildkröte, bin ich gelegen mit dem Gewandl, bin nicht gescheit aufgekommen, ja. Und die Kinder haben dann gesagt, ja, das war ja der Werner, weil die Schurch, die kämen ja, gell. Also das ist ein bisschen in die Hosen gegangen, ich bin dort gelegen, aber im Nachhinein kann ich ja sehr viel lachen drüber. Und das sind meine zwei Erlebnisse, die ich so an den Nicolo sehr positiv und lustig habe. Gitta. Ja, mein nettestes Nikolaus-Erlebnis ist tatsächlich von hier in Tirol mit meiner Tochter, die wird sie 3 gewesen sein, also noch voll nicht gewusst, wie der Hase läuft, um bei der Formulierung zu bleiben. Und dann sind wir von den Nachbarn eingeladen worden zum Nikolaus feiern und da ist der Nikolaus eben selber kommen mit einem Krampus dabei, mit der Bischofsmütze und dem ganzen Gewand und dem Stab und alles und hat dann sein großes Buch des Jahres aufgeschlagen und hat dann Sachen vorgelesen und hat dann auch so nachgefragt und eben auch die Emma, ob sie brav war und hin und her und das war so halt so ganz klassisch, wie das wahrscheinlich sehr oft bekannt ist. Und für mich war es das erste Mal in der Art. Und die Emma war dann so an mir dran geklemmt und hat immer so rübergeschaut zum Nikolaus und hat auch solche Augen gehabt und war total begeistert.
Und nebenbei haben wir noch ganz nett Keks und Glühwein gekriegt. Und es war einfach ein wunderschöner, harmonischer Abend mit unseren Nachbarn. Und den habe ich noch sehr, sehr schön in Erinnerung, ja. Wolfgang. Ja, bei mir ist es ähnlich wie beim Werner. Ich habe zwar ein paar Kindheitserinnerungen, aber das ist nichts Spektakuläres, bis auf den Streit immer oder den Ehrgeiz, wer darf den Stab halten. Aber ich war auch Nikolaus, und zwar von der Pfarre aus. Also man kann heute noch bei uns in der Pfarre sich wünschen, dass ein Nikolaus kommt. Und ich habe mich da mal bereit erklärt und habe ein paar Jahre lang, bin ich da auf Bestellung sozusagen zu fremden Familien gefahren. Das war deine Zeit als Callboy, oder? Heute sieht man das kritischer. Vor allem, wenn keine Kinder daheim sind, ne? Aber also ich habe die Familien schon erkannt, weil unser Ort so klar ist. Aber ich bin da zu verschiedenen Familien gefahren. Das Interessante war, wie unterschiedlich Familien sich auf das vorbereiten. Also das ist gegangen von, ja, servus Nikolaus, komm einer, die Kinder sind im Wohnzimmer, die Eltern, Erwachsenen waren alle in der Küche, haben Tee getrunken, und ich habe mich mit einer Rasselbande von unaufmerksamen Kindern, die nur wütend waren, hätte ich dann versucht, da irgendwie ein bisschen Besinnlichkeit reinzubringen, habe nach einer Minute 30 aufgegeben, habe denen die Geschenke gegeben und bin wieder gegangen. Und bei der nächsten Familie waren da, die waren vorbereitet und die haben was gemeint und haben musiziert und Gedicht aufgesagt, und war sehr ein schönes Erlebnis. Aber das Lustigste war, ich bin zur Familie gerufen worden, wo die älteste Tochter mit mir regelmäßig fortgegangen ist. Und ich bin früher viel fortgegangen. Und dann bin ich dort hingerufen worden, weil die haben in der Familie einen Nachzügler. Und für den Clan ist der Nikolaus gekommen. Und dann habe ich natürlich auch für die größeren Geschwister, mit denen ich fortgegangen bin, da vorlesen müssen, waren es brav und waren nicht so brav. Und das war sehr witzig, das ist sehr ausgekostet. Die Mädels haben die Augen verdraht, und der Maxi, der Kleine, hat das natürlich verstanden, dass jetzt jeder drankommt. Und dann habe ich mich da sehr bemüht, habe mit denen eben die Nikolaus-Geschichte durchgesprochen und alles Mögliche. Und irgendwann bin ich dann wieder gegangen, und am Abend bin ich fort, oder weiß nicht, beim nächsten Mal fortgehen, triff ich wieder die ältere Schwester von dem kleinen Buben und sage: Und wie war's? Sagt erstens, das ist eine Frechheit, wie du das ausgekostet hast. Und zweitens, das Lustigste war, wie du gegangen bist, hat der Kleine gesagt, das ist voll lustig. Der Nikolaus hat dieselbe Brille wie der Leitner Wolfgang. Aber der Nikolaus. Ja, den Kontext hat er selbst angebracht, der hat gesagt, die haben denselben Optiker. Und das war super, ja. Isabella. Ja, ich glaube, seine Erlebnisse hat jeder von seiner Kindheit irgendwo, und das bleibt immer was ganz Besonderes hinten. Ich kann mich auf eins erinnern, also wir waren ja 7 Kinder, ne? Und eine Nachbarin von uns, die hat 6 Jungs gehabt. Wir waren 6 Mädels und ein Bub, und die hat genau umgekehrt gehabt. Gell? Und die haben uns die ganzen 2 Familien zusammengefasst, und das war natürlich ein riesiger Kinderhaufen, weil es war einfach praktischer, das zusammenzumachen. Und ich habe ja in so einem alten Bürgerspital gewohnt. Ja, das heißt, es waren außen immer alles Mauern, und wir sind innen in so einem Innenhof drinnen gewesen. Die waren abgegrenzt von der anderen Welt, von der äußeren, sage ich jetzt einmal. Das war immer wunderschön. Und wir sind schon nachmittags immer, Mama, brauchst du eine Kohle? Mama, brauchst du Holz? Dass wir ja nicht in den Keller rumgehen müssen, weil meistens ist es dann um 4 oder 5 gesagt worden, jetzt brauchen wir noch eine Kohle und ein Holz. Und da haben wir schon Mittag gefragt, was gebraucht wird. Und so hat sich der ganze Tag schon aufgeschaukelt im Endeffekt. Und dann hat es geheißen, wir gehen alle runter zu den Cola, haben die geheißen, zu den Cola, weil da kommt heute der Krampus unter Nicola, ja. Und wie alt war ich damals? 6, 7 Jahre, denke ich mal. Und dann ist wirklich eine ganze 3 oder 4 Krampus, für mich war es eine ganze Horde, Krampus und ein Nicola kommen. Und dann hat er von jedem was erzählt. Und das war für mich so faszinierend. Wieso weiß der das alles von mir? Gell? Und ich war so begeistert. Und dann ist ein Krampus umgegangen und hat sich auf die Herdplatte gesetzt. Also hat sich hintergelehnt zum Ofen, und das waren ja diese alten Öfen, wo man noch vorne einheizt. Ne? Und hat sich hintergelehnt und hat sein Schwanz, also das war so mit hinten diese, wie heißt denn das, Pferdeschweifen. Ne? Und der hat dann Glosen angefangen. Dann haben wir müssen so lachen. Dann ist die Angst auch weg gewesen, weil der ist dort umgekupft und hat gesagt, au, 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 au. Und das war für uns alle noch auf der einen Seite sehr
mit Angst besetzt natürlich, die Krampus gefielen. Und auf der anderen Seite haben wir es loben, weil hat so der sich wehgetan. Ja? Also das ist mir in ewiger Erinnerung, sehe ich noch heute bildlich von mir, wie die dort in der Küche umgekupft ist und das ihm so heiß am Hintern war. Da habt ihr gesehen, wie menschlich der Nikolaus ist, gell? Richtig, ganz beide, der Krampus und der Nikolaus, weil, ich meine, sie haben mir nachher natürlich geholfen, nicht? Das war so lieb. Also das bleibt mir ewig in Erinnerung. Und das ist, der ganze, das, die ganzen, wie sagt man, die ganzen Krampus, Nikolaus, Advent, was auch immer, diese Zeit, die war für mich die ganze Zeit sehr, sehr mystisch. Es ist irgendwie, ja, unnatürlich und doch, haben wir so richtig miterlebt. Gell? Nicht das, was versteckt worden ist, aber es war so, ja, ich habe es heute so lebendig in Erinnerung. Ich weiß auch nicht, ob das für jeden so ist, aber für mich ist die Zeit einfach ja, sehr, sehr lebendig. Obwohl es so einzelne Situationen gibt, die in Erinnerung sind, aber es ist einfach eine wunderschöne Zeit. Bei uns war so viel mit Musik, mit Musizieren, mit Singen und so, dass ich so gerne an diese Zeit denke. Ne? Ich habe selber einen Sohn, ich bin mit 6 Geschwistern aufgewachsen und habe immer gesagt, ich will auch eine ganze Fußballmannschaft, weil diese Zeiten einfach nur wunderschön waren. Ja, das ist meine Erinnerung. Ich kann mich noch erinnern, wie der 24. Dezember, weil ich sage mal, ich komme ja aus einer Zeit, wo es ja am Vormittag um 10.30 Uhr einen Film gegeben hat und ab 12 ja. oder halb eins hat es das Testbüdel gegeben bis 5 Uhr Nachmittag. Und ja. am 24. Dezember hat es ab 9 Uhr durchgehend Fernsehen gegeben. Genau. Es war so ein Erlebnis, das hat mir so viel gegeben. Also der Tag ist verflogen, bis das Christ, auf einmal war schon Zeit fast fürs Christkindl, aber das war ein Traum, den ganzen Tag Fernsehen, untertags, und da ist normal das Testbüdel gewesen, gell? Ja, also genau. Das war wirklich, wirklich ein schönes Erlebnis, was heute Normalität ist, wo sich kein Kind was denkt, weil es das Angebot sowieso gibt, ne? Ja. Mir ist jetzt noch was eingefallen, wahrscheinlich werden sich viele, die sich das einmal anschauen, da diese Aufnahme, die wir da machen, werden sie denken, ah, den Leitner kenne ich von irgendwo und das wird auch so sein, weil ich war als Nikolaus 1996 wahrscheinlich irgendwann bei der Vera Russwurm im Fernsehen. Und da war ich in der Aufnahme, weil ich habe das schönste Kostüm gehabt. Da waren nur Nikolaus im Publikum und da werden sie wahrscheinlich für jetzt denken, ah, jetzt weiß ich, wo ich einen Leitner kenne. Ja, jetzt weiß ich auch, warum der Gesicht mir so bekannt vorkommt. Ja, das wollte ich noch auflösen. Ja. Also, bitte. Hast du damals auch schon dieselbe Brille gehabt? Und eine andere Frisur und dann weiß ich. Aber dieselben schönen Augen. Aber der Bart hat gefehlt, gell? Genau. Also unbedingt bitte diesen Talk weiterempfehlen und weiter teilen auf Facebook und auf YouTube anschauen, denn wir wollen, dass es jeder weiß, der Nikolaus, der bei der Vera Russwurm prämiert worden ist, da sitzt er, so schaut er aus. So schaut er jetzt aus, genau. Er ist noch schöner geworden. Ja. Er wird täglich schöner. No. Zu diesem Zeitpunkt möchte ich jetzt einmal auf unseren nächsten und zugleich letzten Talk des Jahres hinweisen, weil es ist ja schon wieder die Zeit verflogen und es ist ja schon wieder fast Viertel nach und es heißt ja schon wieder, dass uns jemand verlassen muss, weil es ist wieder Relax mit der Aachensee-Hacks. Beim nächsten Talk am 21. Dezember wird die Talk-Weihnachtsfeier stattfinden. Das heißt, wir werden alle da sitzen mit Glühwein, Punsch und weiß der Kuckuck was noch. Und ich freue mich schon sehr darauf. Und die Gitta wird uns, das klingt jetzt gut, ich glaube, online darf ich sagen, die Gitta wird uns auf der Flöte spielen. Und da werden wir gemeinsam Weihnachten feiern. Und auf das freue ich mich schon sehr. Liebe Gitta, von Herzen danke, dass du heute dabei warst. Wir werden jetzt noch ein bisschen weiter talken über Nüsse und Nicolo und so weiter und so fort. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und Erfüllung bei deiner Meditation. Dankeschön. Euch wünsche ich ganz, ganz viel Spaß beim Weitertalken. Ich bereite jetzt ein bisschen vor. Und wenn ihr fertig seid beim Talken, dann schickt mir doch alle Zuschauer zu meiner Meditation via Facebook Live auch. Und ich freue mich schon drauf. Euch noch einen schönen Abend und schönes Weitertalken. Danke, dass du dabei warst. Danke für Spaß. Bitte. Danke. Tschüss. Ja. Wir haben über Nikolaus und Krampus gesprochen und
Herzlich willkommen jetzt, Isabella, in unserer Männerrunde. Kann man an dieser Stelle jetzt auch mal sagen. Danke. Für mich ist die Nikolaus-Campus-Symbolik auch etwas, was sich im Alltag widerspiegelt. Weil man kann ja den Teufel auf die linke Schulter setzen und den Nikolaus auf die rechte Schulter sitzen. Und dann gibt es Alltagssituationen. Und dann ist immer die Frage, welche Energie füttere ich jetzt? Füttere ich jetzt die Sturheit zum Beispiel oder schaue ich mir das an? Füttere ich den Campus oder füttere ich den Nicolo? Und es war am Sonntag war Karma-Update mit der lieben Wörthersee-Hexe und da war dann wieder die Entscheidung da. So, jetzt habe ich eine Zeit lang den Campus gefüttert. Wird es Zeit, dass ich mal zum Nikolaus schaue? Das habe ich dann gemacht. Und da ist es umgangen, dass ich eine Sturheit, meistens ist bei mir der Campus die Sturheit, also es passt eh alles. Passt eh, geht vorwärts. Und im Endeffekt füttert die Energie, es wird immer noch schlimmer, noch schlimmer. Und der Nikolaus sagt schon die ganze Zeit, schau dir das an, veränder das. Und dann denkst du, und der Campus sagt, passt schon, gehen wir weiter, gehen wir weiter, gehen wir weiter. Und irgendwann fütterst dann doch die Nikolaus-Energie und irgendwann gleicht sich das aus. Und meine Frage an die Talk-Gäste ist nun, wann hast du zum letzten Mal den Campus gefüttert? Wann hast du zuletzt mal den Nikolaus gefüttert? Und wie gehst du mit den zwei Energien im Alltag um? Und weil wir halt schon überall angefangen haben, nur nicht beim Wolfgang, fangen wir jetzt beim Wolfgang an. Das ist sehr leicht erklärt oder sehr leicht daran erinnert. Vorgestern Szenario Bett gehen mit den Kindern. Und da gibt es so Geschichten, die dürfen meine Kinder nicht. Das wissen sie auch, dass sie es nicht dürfen. Und manchmal tun sie es trotzdem. Und ja, vorwärts. Also das Schlimmste bei den Kindern ist, die entwickeln irgendwann einen eigenen Willen. Das ist unglaublich. Und dann geht es halt immer darum, wie ich mit dem Thema umgehe. Da kann ich halt in die alte Energie reinfallen. Und das habe ich auch wieder schön gemacht vor zwei Tagen. Und ich habe mir aber, einen Grundsatz, eine Regel. Bevor ich aus dem Zimmer rausgehe, sind wir wieder gut. Also ich will, dass wir in Frieden schlafen gehen. Und da kann es sein, dass vorher noch mal duscht. Aber so. Und das Problem ist, da bin ich quasi in der Energie. Ich füttere den Campus massiv. Und dann kommt irgendwann die Ratio. Hey, hallo, du musst jetzt schauen, dass du die Kurven kriegst. Weil der Tag wird nicht beendet in dieser Energie. Und da kommt dann die Sturheit durch, ja, weil da bleiben wir zuerst noch ein bisschen im Nikolaus und irgendwann kommt aber dann trotzdem die Ratio durch oder der Nikolaus durch, zu sagen, hey, Moment einmal, wenn du das lösen willst, heute noch, dann musst du es irgendwann runtersteigen und jetzt die Kurven kriegen mit deinen Kindern, damit das der Tagesausklang noch in Ordnung kommt. Und das ist dann immer der Kampf in mir, mit dem Teufel und mit dem Engel. Aber es gewinnt immer das Engel. Es dauert manchmal ein bisschen länger, aber vorher gebe ich keine Ruhe. Und dann passt es. Liebe Isabella. Also für mich ist das, was du gesagt hast, damit Engelchen und Teufelchen, sage ich immer, gell? Weil ich merke das ganz genau, wenn das Teufelchen dann da ist, was sage ich, was, verschwinde ich, verschwinde ich. Das ist immer, wenn ich mich selber nicht liebe, das spüre ich nicht. Wenn ich gegen meine eigene Person, gegen mich selber arbeite, dann bin ich natürlich in der Campus-Energie oder in der Teufelchen-Energie. Und wie lange ich das zulasse, ich meine, ich merke es ja eh. Ich meine, es spürt sich ja unangenehm oder es fühlt sich ja so unangenehm an, dass ich sage, okay, ist das jetzt notwendig? Ich merke es nicht immer gleich, aber wenn ich sobald es merke, sage ich, verschwind. Das ist jetzt das Karma, was mich zurückgeholt hat. Und das Karma verhindert im Endeffekt, dass ich überhaupt glücklich werden will oder glücklich sein kann. Und im Endeffekt sind wir dann wirklich so in der Energie, dass wir in die Selbstzerstörung gehen, im Endeffekt das Leben, sage ich jetzt einmal, um das Leben, das Schöne zu zerstören oder das, was mir gut tut, zu zerstören. Und ich sage, so wie ich früher schon gesagt habe, diese Heuchelei oder diese Selbstlüge, es ist eh alles in Ordnung, passt eh alles und ist eh nicht so schlimm. Und das ist ja das Teufelchen, das sagt, beweg dein Hintern nicht, da brauchst du nichts tun, es ist so viel kommoder, es ist so viel bequemer. Ne? Und das ist auf einmal sehr schleichend
Aber sobald ich drauf komme, wird er sofort vertrieben und ich sage, nein. Weil ich schade mir ja damit. Ich schade mir, ich schade meinen Körper, ich schade meinem Glück. Und das aus der Energie steige. Und sobald ich es merke, so, sofort aus. Ich meine, oft einmal merke ich es nicht. Dann werde ich natürlich auch aufmerksam gemacht. Ich habe ja auch meine liebevollen Arschengel, so wie der Pätschchen sagt, die mir dann zeigen, da stimmt was nicht. Da bin ich sehr, sehr froh drüber. Aber eben wie gesagt, ich schaue, dass ich so viel wie möglich nach dem Nicolo lebe und nicht nach dem Krampus oder Teufel. Lieber Werner. Ja, es wurde schon sehr, sehr viel gesagt. Für mich ist es ein ständiger Prozess, wo da die zwei miteinander irgendwo so einen kleinen Ringkampf haben. Es ist ständig irgendwo, dass die Schattenseite versucht, irgendwo vom Licht was wegzumknappern. Kommt aber natürlich wieder, hey, man spinne jetzt komplett, was tue ich denn da? Dann nimmt das Licht wieder komplett den Raum ein. Ich glaube, dass das eine ganz normale Situation ist, dass die zwei miteinander hageln. Wo ich nur sehr dankbar bin, jetzt dann in den letzten 5 Jahren durch meine einigen Ausbildungen, vielen Ausbildungen bei der lieben Ingrid Kamper in Velden, dass ich diese dunkle Seite viel, viel schneller erkennen als wie früher. Früher, diese dunkle Seite, das kann, wie schon erwähnt worden sein, Verurteilung sein oder Ängste sein oder Eifersucht sein oder Neid sein oder was Gott was, die können dann beherrschen. Und der Neid oder diese Eifersucht oder diese Ängste sind ja nach wie vor da. Aber wenn ich sie viel, viel früher schon in einem Keimstadium, sage ich mal, gegenüber früher erkenne, dann ist es auch viel, viel schneller wegzuputzen, als wenn ich da so Mutz drum auf meiner Schulter habe, wo ich das wirklich wegdrucken muss. Und das ist schon ganz viel Schwere und Energie raubt mir das Ganze. Und ich glaube, um das geht es, dass man diese Balance schafft, wenn dieses Teufelchen, also diese schwarze Luft oder diese Nacht, wenn die versucht, irgendwo größer zu werden, ist, dass man das sofort erkennt und mit viel, viel Licht, wie die Isabella so schön gesagt hat, komm, schleich dich, bitte, wieder wegschickt. Ja, und ich mag da auch noch was dazu sagen, bitte. Es ist ja unser ganzes Leben, jeden Tag kommen so Situationen, jeden Tag. Es ist dafür, haben wir ja diese, ich nenne es einmal diese positiven und negativen Situationen, die Karma-Situation oder die Karma-Arbeit, sprich, ich muss jetzt erst erkennen, was nicht in Ordnung ist. Und wenn ich den Fehler nicht mache, werde ich nicht erkennen, was richtig ist. Ich sage, ich brauche diese Gegensätze dazu. Wie soll ich wissen, was positiv ist, wenn ich nicht das Negative in Erfahrung habe? Nicht? Weil dann kann ich mich erst entscheiden für dieses oder jenes. Und wenn sich etwas nicht angenehm anfühlt, nicht gut anfühlt, dann weiß ich, da steht was dahinter, sei es Karma, sei es Spiegel. Und das kann jeder Mensch lernen. Und ich würde mir von ganzem Herzen wünschen, dass jeder Mensch das lernt. Weil durch die Karma-Aufarbeitung, wie wir wissen, lernt man Mitgefühl und Toleranz zu haben, lernt man Akzeptanz zu haben, dass jeder Mensch so ist, wie er ist und dass nur jeder seine Aufgaben zu erledigen hat, dass nur jeder seine karmischen Lektionen zu lösen hat und dass der nicht absichtlich böse oder sonst was ist, sondern dass der in seinem Karma-Prozess ist. Und ich würde mir wünschen, ich bin ja Karma-Therapeutin schon seit 10, 11 Jahren jetzt, seit 14 Jahren. Und ich habe in diesen 14 Jahren gelernt, dass immer eine Steigerung möglich ist. Am Anfang war 2-3 Karma auflösen super. Und das hat sich ja immer mehr gesteigert, dieser Prozess, dass ich überhaupt ganz schnell gemerkt habe, halt, jetzt bin ich im Karma drinnen, jetzt kann ich das geschwind auflösen, es dauert ein paar Minuten, bevor ich wieder noch mehr Negatives anziehe, sprich, bevor ich noch mehr Teufel in meine Energie lasse, ne? Weil es ist ja, ich strahle das ja aus und ziehe das an, was ich in mir trage. Es ist wie ein Magnet. Ein Magnet zieht genau das an, was er braucht, nicht? Oder was der richtige Pol ist. Und das ist bei jedem Menschen so. Und deswegen gibt es ja im Endeffekt kein Schlecht oder kein Böse oder Gut oder irgendwas. Das macht man nur mir so. Wir brauchen diese Gegensätze. Wie soll ich wissen, was Liebe ist, wenn ich nicht einmal eine unliebsame Situation habe? Ich sollte wissen, was Zorn ist, wenn ich nicht einmal auch diese Ausgewogenheit habe. Ich brauche das, um dorthin zu kommen, um die Entscheidung treffen zu können, was will ich in meinem Leben überhaupt haben? Und da gibt es nicht wirklich ein Gut oder Schlecht oder eine Krampus- oder Nicolo-Sache, sondern nur einfach, was tut mir gut? Was brauche ich? Wann liebe ich mich? Bin ich in der Selbstliebe oder ja oder nein?
Und das hat mit Egoismus nichts zu tun. Sondern wenn ich mich liebe und es mir gut geht, dann geht es meinem Umfeld auch gut. Dann strahle positiv aus und ziehe positive Situationen an. Und das kann jeder lernen. Jeder Mensch. Draußen, wenn es zuhört, bitte lernt eure Karma wirklich aufzulösen, damit man nicht nur gespielten Frieden zu Weihnachten haben, sondern ehrlichen Frieden. Das ist auch unser großes Anliegen an die Menschheit draußen. Ein großer Teil von Nikolaus Feierlichkeiten sind Geschenke. Und meine nächste Frage an euch drei, und ich fange wieder bei mir selber an, ist, ich möchte jetzt kein Geschenk austeilen an euch, sondern es geht um Wünsche. Welcher Wunsch ist euch in letzter Zeit aufgegangen und welcher Wunsch braucht noch ein bisschen Zeit? Und ich möchte vorausschicken, wir haben Lichtkörperprozess gehabt Ende Oktober, Anfang November. Und da habe ich einen Wunsch, habe ich mir erfüllen können. Am 9. Dezember erscheint mein neues Buch, der zweite Teil von der Sackenbande. Und ich habe mit meiner Partnerin ein Haus angeschaut und diesen Wunsch, den darf ich nur oben lassen. Der Finanzberater hat gesagt, nicht, so nicht. Das heißt, der darf noch ein bisschen oben bleiben, der Wunsch nach dem Haus, der darf vielleicht noch ein bisschen nacharbeiten. Der Wunsch ist mir nicht aufgegangen. Allerdings, der Wunsch mit dem Buch ist mir aufgegangen und am 9. Dezember kommt es raus. Werner, welcher Wunsch ist dir noch nicht aufgegangen und welcher Wunsch, also bei welchem Wunsch darfst du jetzt noch nachbessern und welcher Wunsch ist jetzt vor kurzem aufgegangen? Also zum Tipp noch zu deiner Pin-Tafel, zu dem Wunsch vom Haus. Oft liegt es gar nicht so an dem Haus, um dass der Wunsch noch nicht aufgeht, sondern nur, dass man den Finanzberater wechselt. Das kann oft Gold wert sein. Ja, also für mich sind zwei Wünsche aufgegangen. Ich habe mir heuer, das ist ja schon ein bisschen aus, ein Elektroauto gekauft. Das habe ich eine riesen Freude damit. Ja, das ist das eine. Und das zweite ist, ich bin bei einem großen Rahmenvertrag, wo ich sehr, sehr aufeinander vertraut habe, ist alles sehr, sehr gut ausgegangen. Das heißt, wo für die nächsten 4 Jahre für mich wirtschaftlich ein sehr großer Brocken im Trockenen ist. Da habe ich so aufeinander vertraut wie noch nie, weil ich habe schon oft vertraut, dann ist immer wieder der Zweifel gekommen. Naja, ich weiß nicht, naja, aber dieses Mal habe ich durchgängig vertraut und habe trotz eines Pokerspiels sehr, sehr gut ist mit der Wunsch aufgegangen. Das sind die zwei Wünsche. Wo ist noch nicht so gut aufgegangen? Naja, dass der Nicolo irgendwann einmal athletischer Nikolaus wird oder Niki wird, das ist noch nicht ganz so aufgegangen. Also es pendelt sich irgendwo so herum halt. Da darf ich noch bessern. Aber ich habe bis zum nächsten Lichtkörper noch 12 Monate Zeit. Öffnen. Liebe Isabella. Also ich muss sagen, bei mir ist es partnerschaftlich so super aufgegangen. Gell? Da hat sich was innerhalb kürzester Zeit erfüllt. Ich habe mich zwar von jemandem verabschieden dürfen, sprich von meiner Katze, aber gleich eine Woche drauf hat sich das nachher entwickelt. Und ich muss sagen, das ist auch ein großer Wunsch, der jetzt aufgegangen ist. Und gesundheitlich hat sich auch ganz, ganz, ganz viel getan, dass ich sage, auch da das Vertrauen zu finden, weil ich habe da ein Attest bekommen, das was nicht so lustig war und wo sich heuer im Sommer das aber erledigt hat, weil ich das ständig unter Kontrolle gehabt habe und so weiter. Und das ist jetzt so wunderbar in Ordnung, dass ich sage, danke, 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 auch da, Werner, so wie du, das Vertrauen einfach in die göttliche Führung, ins Göttliche zu geben und sagen, es geschieht genauso, wie ich es brauche. Und was noch nicht aufgegangen ist, ist meine Schwiegertochter, die möchte ich so gerne im Karma-Seminar haben und das ist das nächste Ziel, was ich habe. Und ich mag nicht über Stulpen und so weiter, sondern ich lasse mir die Zeit und ich weiß, dass im Laufe des Jahres das funktioniert. Wo gerne? Ja, also es sind in der letzten Zeit viele Wünsche aufgegangen. Der gerade im Aufgehen ist, ist eine räumliche Reorganisation meines Hauses, vor allem des Garagenbereichs, weil meine Kinder jeder 8 Fahrzeuge hat und in Wahrheit das alles aus allen Nähten platzt, man kommt nirgends mehr hin. Und am Donnerstag wird endlich die Hütte geliefert, Fundament ist gemacht, es ist alles super, es braucht jetzt nur noch 1-2 Tage Schäse. Dann habe ich einen großen Brocken, den ich schon eine Zeit lang vor mir herschiebe,
und den ich mir sehr gewünscht habe, erledigt. Und dann gibt es noch den einen oder anderen Wunsch auf meiner Wunschliste, vor allem den einen mit Leichtigkeit erfolgreich zu sein. Ich weiß, also ich bin sehr erfolgreich, vor allem wenn ich mich immer sehr, sehr anstreng. Und das ändert die gerade. Und ich bin auch erfolgreich, wenn ich es mit Leichtigkeit mache. Und in dieser Transformation bewege ich mich gerade. Und da liegt da was von mir. Ein paar Wochen. Dann hab's. Zum Abschluss unserer Nikolausfeier machen wir noch eine Runde Dankbarkeit. Ich möchte sagen, ich bin dankbar für alle Menschen, die mit mir verbunden sind. Ich bin dankbar für meine Partnerin, für meine Tochter, für meine Eltern. Ich bin dankbar, dass wir gesund sind, alle. Ich bin dankbar, dass mir so viel aufgeht. Ich bin dankbar, dass ich euch in meinem Leben habe, wie ihr jetzt da sitzt. Ich bin dankbar, dass ich noch viel, 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 viel mehr Lichtlis kennenlernen habe dürfen, die mich begleiten. Ich bin dankbar für jedes Seminar in Felden. Ich bin einfach dankbar für jeden Tag, weil jeder Tag schöner und schöner und schöner wird. Und was ich auf alle Fälle bei dieser Nikolausfeier jetzt noch sagen möchte, ist, ich bin einfach dankbar, wie sich mein Leben entwickelt hat. Weil vor 5 Jahren hätte ich es nicht so gesehen. Und dafür bin ich einfach nur dankbar. Und die letzte Frage, überraschenderweise jetzt an euch drei, für was bist du dankbar? Und ich weiß, dass weibliche Energie immer leichter ins Herz reinkommt als Männer, weil wir Männer müssen ja doch selbst mal über den Geist runtergehen. Deshalb, Isabella, für was bist du dankbar? Michael, du hast so viel jetzt schon gesagt von der Dankbarkeit, ja. Und ich kann mit dem nur anschließen. Ich bin dankbar für jeden Tag in meinem Leben. Ich bin dankbar, dass ich auf den Weg gegangen bin, auf meinen energetisch-spirituellen Weg, dass ich gelernt habe, für mich an mir zu arbeiten. Ich bin so dankbar, dass ich diese Werkzeuge, die energetisch-spirituellen Werkzeuge erlernen habe dürfen und dass ich die weitergeben kann. Und dass ich ständig bemüht bin, den Menschen das Herz zu öffnen. Ich bin so dankbar, dass ich diese Arbeit machen darf. Ich bin so dankbar für mein Kind, für meine Schwiegertochter, für das Lichtzentrum Felden bin ich extrem dankbar, für meine spirituelle Familie, mit der ich so viel Zeit verbringen darf und wo wir uns immer gegenseitig die Kraft und den Mut und die Stärke geben, auf diesem Weg zu bleiben, egal was andere darüber denken. Und dass es schon so viele Lichtarbeiter gibt, die diesen Weg mit uns gehen und dass wir damit immer mehr Frieden und immer mehr Glück in unser Umfeld bringen. Und das ist die größte Dankbarkeit überhaupt, dass ich mich selber lieben habe gelernt und dass ich deswegen immer mehr Glück in mein Leben ziehe. Und das ist einfach, es ist nur Dankbarkeit da. Danke für euch. Danke für die ganzen Schüler. Danke für alle Menschen in meinem Umfeld. Und dass es mir so gut geht. Danke, danke, danke. Wolfgang. Ich bin unendlich dankbar für meine Kinder. Ich bin unendlich dankbar für meine Frau, also dass ich meine Frau habe, die mir viele Aufgaben aufgibt, die mich wachsen lässt, weil sie so ist, wie sie ist. Und ich bin sehr dankbar, dass ich meine Sturheit abgelegt habe und dass ich vor ein paar Jahren irgendwann erkannt habe, dass ich der Schöpfer meines Lebens bin. Dass der göttliche Funke in mir ist und dass ich so mein Leben so gestalte, wie es ist. Und wenn mein Leben nicht so ist, wie es ist, wie ich es haben möchte, dann liegt es an mir. Und sonst niemanden. Und diese Erkenntnis, dieses Wissen, dass ich alles ändern kann, dass ich es immer in der Hand habe, das hat mich so weitergebracht. Und das hat in den letzten 3 Jahren mein Leben so intensiv verändert und so zum Besseren gedreht. Und da bin ich mir dankbar, dass ich den Schritt gewagt habe und die Entscheidungen getroffen habe, diese Veränderung einzuleiten und weiterzugehen und vermieden habe, aufzugeben,
sondern einfach immer weitergehe. Und das ist so das Package, für das ich unendlich dankbar bin und das mein Leben gerade so macht, wie es ist. Das ist gut so. Ja. Kommt jetzt eine Stimmung. Super. Ich bin mir vor allem dankbar, dass ich Februar 2017 meine Frau und mein Sohn geschnappt habe, ohne zu wissen, was mich dort erwartet. Sind wir nach Felgen gefahren und haben dort ein Kammerseminar besucht. Das hat mein Leben komplett verändert. Und dadurch bin ich auch der Ingrid Kamper sehr, sehr dankbar mit ihrem Team, auch du, liebe Isabella, sehr, sehr dankbar, dass ich dort die nötigen Arschtritte gekriegt habe, um zu kapieren, so wie es der Wolfgang jetzt dann gesagt hat, dass es nur ich bin. Es sind nicht die anderen, es sind nicht der ist schuld und der ist schuld und wegen dem kann ich das nicht und wegen dem kann ich das nicht, sondern es ist immer nur eine Person und das bin ich. Und durch diese Erkenntnis habe ich meine Ehe um 180, mein Leben um 180 Grad verändert, meine Ehe um 180 Grad verändert, den Zugang zu meinem Sohn um 180 Grad verändert, meine Einstellung zum Leben um 180 Grad verändert, also eigentlich alles um 180 Grad verändert. Und dadurch ist es jetzt dann für mich nicht so schlimm, wenn hin und wieder so ein Krampus auf der Schulter sitzt. Ich bin so dankbar für das, was ich alles geschafft habe und was ich verändern habe dürfen. Ich kann mir es gar nicht mehr vorstellen, so ein Leben zu führen, so wie ich es vor Februar 2017 geführt habe. Und ich habe auch gut gelebt. Im Nachhinein habe ich existiert. Und für diese Erkenntnis, dass ich das, was ich alles geschafft habe, bin ich sehr, 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 sehr dankbar. Ein wunderschönes Ende für einen wunderschönen Spirit Talk, der heute bewusst eher einer Niccolo-Feier geglichen hat. Und im Sinne der Niccolo-Feier möchte ich allen Zusehern, die dieses Video sehen, etwas mitgeben. Und zwar eines der bekanntesten Niccolo-Lieder, die es überhaupt gibt, mit einer Einstellung an Dinge heranzugehen, die einfach heißt, lasst uns froh und munter sein und uns stets von Herzen freuen. Mit Leichtigkeit und Lachen und Dankbarkeit kann man viele Dinge ins Positive wenden, die einen gerade beschäftigen. Das ist von meiner Seite. Ich möchte mich ganz herzlich bei meinen Talk-Gästen bedanken, die heute sich die Zeit genommen haben, um mitzutalken. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, am 21. Dezember haben wir unsere Talk-Weihnachtsfeier, wo wir einige Gäste nochmal sehen, die im Laufe des Jahres mitgetalkt haben, wo wir ein bisschen uns begießen, das formulieren wir jetzt anders, wo wir gemütlich auf etwas anstoßen, wo wir Kekseln essen, wo wir Weihnachten, wie es damals war, Revue passieren lassen, wo jeder mal von sich selber erzählen darf. In diesem Sinne herzlichen Dank, dass ihr heute dabei wart. Es war ein wunderschöner Talk und dies von meiner Seite. Liebe Isabella, bitte um deine Schlussworte. Vielen Dank für die Einladung und dass ihr dabei sein habt dürfen und ich glaube, das ist wirklich die schöne Schlussrunde gewesen im Zeichen der Dankbarkeit und der Liebe und der Herzöffnung. Ganz einfach die Menschen darauf aufmerksam machen, nur das da drinnen zählt. Es zählt nichts anderes als ein offenes Herz und auf Menschen mit offenem Herzen zuzugehen, die Liebe fließen zu lassen und dankbar sein für jeden Tag im Leben. Dankbar ist das kürzeste und schönste Gebet, das es überhaupt gibt. Vielen Dank und ich wünsche alles, alles Liebe allen draußen und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Namaste aus dem mentalen Lichtzentrum St. Veit. Wolfgang. Ja, ich fasse es kurz. Michael, vielen Dank, dass du den Spirit Talk ins Leben gerufen hast und dass du dadurch die Möglichkeit gibst, dass wir da, auch wenn es ein bisschen downgelockt ist, unser Land, gemeinsam über solche Themen nachdenken und sprechen. Es ist immer wieder was dabei für mich, neue Ansätze und Erkenntnisse und ich kann mir vorstellen, auch die Zuseher haben da immer wieder was rausnehmen können und das hast du geschaffen und das ist dein Baby noch, weil nach einem Jahr nennt man es nicht mehr Baby, dann ist es ein Kleinkind. Und möge es gedeihen. Danke, dass du mich da immer wieder einladest dazu und ich wünsche allen noch einen schönen verbleibenden Rest-Advent
und wir sehen uns. Aber wir sehen uns schon in 14 Tagen auch wieder auf dieser Bühne. Sehr gut. Sehr gut. Lieber Werner, das allerletzte Schlusswort gehört dir. Ich bin noch immer in dieser Frequenz der Dankbarkeit drinnen, wunderschön ist. Ich möchte an jeden, der zuhört, wenn auch an dem Honigtopf dieser Dankbarkeit und an der Frequenz ein bisschen naschen möchte, ihr könnt es jederzeit jemanden von uns aufsuchen. Wir können jeden von euch dorthin zu führen, dass auch ihr mehr von dem Honigtopf dieser wunderbaren Frequenz naschen könnt. Unter mlz.at findet ihr alle Kontaktdaten von uns, so wie wir da jetzt in der Runde sind. Und Michael, danke für die Einladung. Auch für das bin ich sehr, sehr dankbar. Ich freue mich dann schon mal, wenn das dann nicht mal ein Kleinkind ist, sondern ein Lackel, dann irgendwann der Spirit Talk. Ich liebe mich, ich liebe euch. Schön, dass es mich gibt. Schön, dass es euch gibt. Einen wunderschönen Abend aus dem mlz.at Zoom Room. Macht es gut und bis in 14 Tagen. Tschüss. Bitte.